länger dauert. Das dauert noch. Bauen wir noch den Hydralisten neu, der getötet wurde, plus noch einen. Mineralien. Oh ja, Mineralien sind knapp. Mangelware gerade. Ich hoffe nur, dass wir noch genügend Felder finden, die ja teilweise vollständig zurückgelassen worden von dem Protoss, weil die sind ja auch parallel am Erden, das heißt, ihre Vorräte gehen auch zur Neige. So, kommt raus da. Wir haben ja schon jede Menge Geld verschwendet, im Gegensatz zu ihnen. Sie haben nur ein paar Protoss-Einzeln gegen uns geschickt. Dauert immer noch. Bist du bald fertig? Nein. Okay. Total widerlich, die Mission. So, wir haben aber schon 12. Spare ich ein bisschen. Sparen kann ich schaden. Obwohl, sparen, das ist wichtiger. Desto schneller die Gegner down sind in der Mission. Perfekt. Und ich kann es gerade nicht ab, wie mich dieses Auge einfach nur arrogant anstarrt. Dieses hier. Ja, wabbel du rum, du. Du blöder Overmind. Stirb doch, fahr zur Hölle. Ne? Willst nicht zur Hölle fahren? Schüssling. Komm schon. Das ist noch ein halber Balken jetzt. Evolution abgeschlossen. Komm. Okay, direkt aufwerten. So, und wir haben noch genug Rohstoffe im Moment. Oh, verdammt, ich habe wieder minimiert. Ich hasse es. Ich hasse es abgrundtief. Und diesmal konnte ich direkt wieder drauf. So, wie weit? Ach, du bist verdammt langsam. Ja, dann bauen wir nochmal eine Neutralistenarmee. Overlords. Na gut, sollst du einen Overlord bekommen. Bis dahin haben wir auch wieder genug Rohstoffe. So, hier habe ich genug Sichtradius im Moment. Dann gehst mal dahin. Vielleicht haben sie da wieder Truppen hingestellt. Ja, wir können eh mal ein bisschen scouten jetzt. Sie sind zwar verdammt langsam, da fehlt ein Upgrade, aber was soll's. So, hier lang. Vielleicht finden wir ja Rohstoffe. Sieht aber gerade nicht so aus. Hier. Oh, 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 seht euch das an. Seht euch das an. Eine wahre, ja, Goldgrube kann man nicht sagen. Eine wahre Mineraliengrube. Okay. Was haben wir hier? Einfach mal durchrennen. Ja, er scheint zu überleben. Okay, hier ist eine Vespingas-Mine. Das heißt, da ist irgendwo ein Nexus und da sind auch wieder Mineralien. Yep. Okay, kein Wunder, dass hier so eine starke Verteidigung war. Hier ist direkt eine Roboterfabrik. Und ihre Basis. Okay. Wollen wir doch mal ernst machen, oder? Bauen wir doch direkt noch ein paar hinterher. Kommt schon, wir brauchen noch 60. Eigentlich 58, aber es ist inzwischen auch wieder weniger, von daher. Komm schon. Knaller. Ach ja, wie schnell das einfach nur geht. Gleich greifen wir an. Ich freue mich schon. Endlich weiterkommen in dieser Drecksmission. Mal sehen, wie lange die Aufnahme heute wieder wird. Bis jetzt ist es Gewohnheit 1 Stunde 10 Minuten. So. Das sind 2. Perfekt. Wir könnten den Damage schon mal aufwerten, oder? Ne, wir brauchen das Geld jetzt erstmal für was anderes. So. Jetzt können wir den Damage aufwerten, wenn es soweit ist. 175. Vielen Dank. So, Trupp 1. Schon mal hier hin. Der wird gleich mit zu den Wächtern gesteckt. Die Geschwindigkeit dürfte ja ungefähr gleich sein. Dann werden die Wächter nämlich immer ein bisschen vorfliegen. Und plus mit ihm ist die Reichweite nochmal riesig. Dann sehen wir die Scarewebs früh genug. Und andere Gefahren. Seid ihr bald mal geschlüpft? Danke, viel Dank. 8 Stück, perfekt. Meine ich das nur, oder fliegen die auch schneller? Mit dem pneumatischen Panzern. Ich bin mir sicher, die waren mal langsamer. Bitte alle auf einen Fleck tummeln. Mag ich nämlich lieber. Ihr kriegt noch den dazu. So. Ja, die Geschwindigkeit ist ungefähr gleich.
dann wollen wir euch mal vorwärts schicken. Okay, das ist okay. Die Reichweite, perfekt. Oh oh. Bitte alle auf einem Fleck sammeln. Oh oh. Komm, haut die weg. Darf nicht sein, dass jetzt schon einer stirbt von euch. Fuck, Scareweb. Oh meine Fresse. Aber wir haben nur einen Hydralisken verloren. Geht noch. Wir rücken mal vor mit ihnen. Können wir leider nicht angreifen. Jetzt aber. So, wir haben das erste Mal eine Observationsrunde runtergeholt. So, auf den Scareweb. So, normaler Angriff vorrücken. Würde ich mal Bauplatt. Und jetzt geht's auf dich. So, du lebst sogar noch. Okay, wir kommen echt gut voran gerade. Ich baue schon mal eine Drohnenarmee auf. Du bist im Weg, Overlord. 12 Stück dürfen reichen für beide Mineralienfelder. Auch und hier können wir auch angreifen. Ist ja perfekt. Okay. In diese Richtung weiter angreifen. Auch in diese Richtung weiter angreifen. Du bleibst mal hier. Komm schon. Okay, es läuft gerade wirklich alles prima. Alle hier drauf. Oder boom. Ich hab schon wieder gesagt. Es ist jetzt wie in Dead Space, dieses ewig wiederkommende ätzend. Ah, komm schon. Ich bin gerade ein bisschen süchtig nach Fortschritt in dem Spiel. Bada boom, bada boom, bada boom. Ich hab grad Spaß dran, also mach ich's wieder. So, ich hätte gerne noch 6 Drohnen. Noch 6 Drohnen. Okay, den Gefallen tue ich euch, aber nicht 6. 3 Stück reichen. Okay. Ja. Ich hoffe einfach mal, dass dahin abgesichert ist. Oh, was kommt hier? Verdammt. Ich will wissen, was da drin ist. Ah, hier sind noch Gebäude. Okay, das erklärt alles. Nicht unbedingt alles, Sinn des Lebens und so nicht, aber weswegen das Shuttle dahin wollte. Kack schon ab. Aber war nicht in der Missionsbesprechung die Rede von Kerrigan? Missionsziele bringen... Nee. Keine Spur von Kerrigan. Wieso sitzt du da so einsam rum? Okay, 2 brauche ich noch da unten. Wohl. Ja, wirklich nur 2, keine 3. Oh, oh. Okay, jetzt brauche ich wieder 3. Mach schon. Okay, meine Zerklinge sind hier. Wir werden hier eine Brutstätte bauen und hier eine Brutstätte bauen. Wie ich die verteidigen werde, weiß ich noch nicht, aber es wird schon schief gehen. So. Drohnenarmee ist fertig. Okay, ist sogar eine zu viel, was soll's. So, komm hier die hin. Nee, ist eine zu wenig gewesen. Da wird noch irgendwo eine abgammeln. Nein. 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 Doch, hier. Ne, das war eine Arbeiterdrohne. Ah, verdammt. Okay, runter mit euch. Fortschritt, Fortschritt, Fortschritt. Was ist das? Ein paar einzelne Berserker. Bauen wir doch mal was nach. So, dahin. So, Brutstätte. Können wir hier gar nicht so direkt hinsetzen. Das heißt, sie haben einen langen Weg. Extraktor. Ich vergesse immer wieder den Namen. Meistens habe ich dann das Glück, dass ich es noch ablesen kann. So, mittig. So, Extraktor.